Zu stark. Das wird jetzt hier eine nice Sache. Der Gegner setzt eine Elixierpumpe. Da setzen wir jetzt den Riesen ein und den Miner. Ist eine neue Taktik. Habe ich mir... Ist mir jetzt gerade hier live im Stream gekommen. Weil der Miner kriegt ja jetzt kein Damage. Der Miner kriegt da hinten kein Damage. Guckt es euch an. Was war das denn für ein Eröffnungsschlag? Alter! Ich habe mir gerade gedacht, wenn der Gegner eine Elixierpumpe setzt, dann könnten wir doch einen richtig geilen Start Riese und Miner raushauen. Habt ihr die Synergy gesehen zwischen den Karten? Wie gut die harmoniert haben? Das war krass. Das war krass. Gegner setzt eine Elixierpumpe. Wir setzen den Riesen und den Miner. Ihr kennt die Eröffnungstaktik. Skeletons dazu. Pfeile gezückt, falls da eine Minion-Horde kommen sollte. Da kommen die drei Minions. Das reicht uns doch, um die Pfeile zu werfen. Jo, die Elixierpumpe ist jetzt schon down. Und jetzt geht erst unser Angriff richtig los. Skeletons. Achtet nur auf die Skeletons. Sie wurden gebufft. Die wurden stärker gemacht. Jetzt muss er einen Fireball hauen. Das juckt den Riesen natürlich gar nicht. Und der Tower ist down. Was ist denn das für eine Eröffnungstaktik? Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche. Immer wenn der Gegner eine Elixierpumpe platziert, fällt sein Turm. Nächstes Game. Startet der Gegner jetzt hier wieder mit einer Elixierpumpe? Ja, und wir machen wieder das Gleiche. Wir schicken den Riesen vor. Der Miner kümmert sich um die Elixierpumpe. Wir ziehen nochmal die Pfeile, damit der Miner da hinten schön geschützt wird. Und das ist wieder kein schlechter Eröffnungszug. Der Miner tötet die Elixierpumpe und der... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schon wieder genau das Gleiche direkt im nächsten Game. Wie krass ist das denn? Ich hasse die Elixierpumpe. Ich hasse die Elixierpumpe. Abgrundtief. Das ist, ich finde, das ist die nervigste Karte. Und ich habe jetzt hier übelsten Counter rausgefunden. Was haltet ihr von dieser Anti-Elixir-Collector-Taktik? Die ist neu. Die ist neu. Das geht im YouTube-Video. Das sage ich euch. Das sage ich euch direkt.